Jo, einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Ausgabe vom Spotlight. Heute mit einer Firma, die einen interessanten Namen hat, nämlich Digital Sim. Jetzt sind natürlich Sims immer digital, glaube ich zumindest. Aber das wird uns Roland Becker gleich selber erzählen, der die Firma, glaube ich, zwar nicht mit gegründet hat, aber dann mit eingestiegen ist. Aber alles andere ist jetzt dein Business. Lieber Roland, ich grüße dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass du schon sehr lange Mitglied im German Mittelstand bist und heute mal den anderen Mitgliedern erzählst, wer oder was du bist und was die Firma Digital Sim für Lösungen anbietet. Ja, guten Morgen, Andi. Danke für die Einladung. Danke, dass ich heute hier sein darf im Spotlight von German Mittelstand. Ja, wir kennen uns schon eine Weile, Andi. Ich bin auch schon länger im German Mittelstand und deswegen hast du auch diese Geschichte im Kopf. Ich bin tatsächlich Mitgründer der Digital Sim und heute sagen wir auch manchmal Digital Sim, weil manche brechen sich dabei die Zunge beim Digital Sim. Stell mich kurz vor, bin der Roland Becker, ich bin Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und mache eigentlich schon sozusagen mein ganzes Berufsleben Mobilfunk. Ich war in der Entwicklung, ich war ganz lange beim Netzbetreiber beschäftigt hier in München und irgendwann ist mir und zeitgleich einigen anderen, meinen jetzigen Mitgründern, klar geworden, dass wir die Digitalisierung mit Mobilfunkvernetzung in Deutschland noch etwas mehr anschieben können und insbesondere im Bereich des Mittelstandes. Und die Geschichte dazu und was Digital Sim da genau anbietet, auf die Geschichte nehme ich euch jetzt mit. Ja. Und dann steige ich gleich mal ein. IoT ist ja das Internet der Dinge, Internet of Things und die Digitalisierung. Darüber liest man fast täglich in der Presse. Und wenn man dann die Schlagzeilen so sieht, gerade über IoT, IoT-Segment hat Wertpotenzial von bis zu 13 Billionen Dollar oder 57 Milliarden vernetzte Geräte auf der Welt und so weiter, Megatrend. Dann gleicht sich das, sind das große Hoffnungen, aber es gleicht sich vielleicht nicht immer mit der Realität ab, ja, gerade in Deutschland. Und dafür gibt es im Prinzip verschiedene Gründe. Das eine ist, dass die Entwicklung vielleicht wirklich noch nicht so weit ist, aber das andere ist, dass es tatsächlich auch einige Hürden gibt. Ich habe hier dieses Bild mitgebracht von einem Fahrkartenautomaten in einer Tram. Nicht in München. Und da ist unten dieser Kartenschlitz und alle Zahlungsmittel, die man eigentlich online benutzen müsste oder für die man eine Online-Verbindung braucht, sind durchgestrichen. Nur die gute alte Geldkarte, die inzwischen schon abgeschafft ist, ja, die hat offline funktioniert und die ist dort auch benutzbar. Ja, was ist da wahrscheinlich passiert? Irgendwie haben die Verantwortlichen zwar diesen tollen Automaten angeschafft, haben ein schönes Label draufgeklebt für die Kartenzahlung und haben möglicherweise nicht den richtigen Mobilfunkvertrag, denn die richtige SIM-Karte gefunden, um diesen Automaten tatsächlich online zu bringen. Und dann haben sie gesagt, das ist uns alles zu kompliziert oder vielleicht zu teuer. Schicken wir lieber jemanden rum, der mit drei roten Streifen die Dinger abklebt, weil Bargeld, das hat ja in Deutschland noch jeder und mit Karte zahlen, das wollen wir eh nicht. Also ein Beispiel, wie offline Deutschland ist. Das andere ist natürlich das Thema Papier, dass wir heute am liebsten immer noch alles auf Papier machen und vielleicht dann unsere Papierprozesse irgendwie digitalisieren. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Hürde, wie gesagt, ist die fehlende Mobilfunkvernetzung, weil warum brauchen wir das? Weil wir kommen im Prinzip von der Industrialisierung über die Massenproduktion, das Fließband, Ford, die Autoindustrie immer mehr zu Robotik, Automatisierung. Aber bis zu dem Punkt war immer noch alles sozusagen zwar digital in der Industrie 3.0, aber noch nicht vernetzt. Das heißt, wir haben sehr intelligente Maschinen gehabt und so weiter. Aber was wir nicht genutzt haben, ist, dass die Maschinen mit ihre Daten austauschen und dass daraus neue Möglichkeiten entstehen
in der vernetzten Industrie 4.0. Und das ist im Prinzip der große Fortschritt, den auch das Internet der Dinge nutzt. Und ja, irgendwie muss halt dann die Datenverbindung hinkommen zum Endpunkt. Und das ist in ganz vielen Fällen einfach der Mobilfunk. Und dazu braucht es eine gemanagte IoT-SIM-Karte. Das heißt, da komme ich mit den Mobilfunkverträgen, die wir alle in unseren Smartphones haben, oder mit den Prepaid-Karten vom Discounter, da komme ich damit nicht mehr weit. Und da bedarf es spezieller Angebote, und die bieten wir als Digital SIM, weil nämlich die großen Netzbetreiber auch dieses Produkt lange Jahre immer nur den großen Enterprise-Kunden verkauft haben, den DAX-Konzernen. Und wenn jemand 20.000 Geräte wollte, dann war der da genau richtig. Aber wir wollen ja nicht, dass die Industrie 4.0 oder dass die Digitalisierung erst bei 20.000 Geräten pro Kunde anfängt, sondern eigentlich soll sie bei einem Gerät pro Kunde anfangen. Und das ermöglichen wir mit Digital SIM. Da fragt ihr euch sicher, okay, wo wird denn das wirklich überall eingesetzt? Und das ist sozusagen die andere Hälfte der Geschichte. Das eine ist, es ist manchmal eine Hürde, an die richtige Mobilfunkvernetzung zu kommen. Das andere ist aber, wir sehen gar nicht, wo das überall schon drin steckt, weil wir uns gar keine Gedanken machen. Das heißt, die Vernetzung, die Digitalisierung im Alltag und in der Industrie ist eigentlich schon weiter gekommen, als wir das vielleicht ahnen, wenn wir nicht so genau hinschauen. Ich fange mal beim Handel an. Dort haben wir Verkaufsautomaten, ja, die werden inzwischen ferngewartet und überwacht. Es gibt zwar einige, die halten sich hartnäckig, die sind immer noch offline, aber alles, was neu installiert wird, ist ein Riesenmarkt, die vernetzten Automaten. Und auch die vernetzte Kaffeemaschine ist inzwischen nicht mehr nur ein schönes Thema für PowerPoint-Slides, sondern die Großteil der Business-Kaffeemaschinen, die in Unternehmen aufgestellt werden oder an öffentlichen Plätzen, sind vernetzt und werden von den jeweiligen Herstellern überwacht. Der Hersteller aus der Schweiz sagte zu mir, ja, Herr Becker, das ist wie eine CNC-Maschine. Das sind so viele Daten, die wir da alle erfassen über den Zustand der Maschine. Und das ist tatsächlich Realität. Ein Schlagwort ist Smart City. Ja, das ist eigentlich, auf der einen Seite sind das Sensoren aller Art, also dass man eben Mülltonnen überwachen kann, den Füllstand, dass man gezielt Altglascontainer leeren kann und so weiter. Das hat sich auch noch nicht überall durchgesetzt in der Praxis. Was es dagegen gibt, sind die digitalen Anzeigen, die sich immer mehr durchsetzen. Auch da haben wir Kunden, die da schon im vierstelligen Bereich Displays in Deutschland aufgestellt haben, deren Werbeinhalte dann ständig aktualisiert werden und online übertragen werden. Hier sieht man zum Beispiel diese bekannten Vitrinen auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Da lagen früher teure Handtaschen drin. Heute gibt es da die Werbescreens, die eben digital bespielt werden. Gleiche Thema Anzeigen macht sich vielleicht keiner Gedanken, wenn er an der Bushaltestelle steht und dort die Abfahrtszeit, die Verspätung angezeigt wird. Hoffentlich nicht. Auch diese Anzeigen müssen vernetzt sein und dort sind SIM-Karten verbaut. Und diese speziellen IoT-SIM-Karten. Das Gleiche gilt dann für die Elektroladesäulen, auch ja in aller Munde. Und da auch ein großer Markt. Wie viele Elektroladesäulen sollen gebaut werden? 1 Million. Jede dieser Säulen hat eine SIM-Karte, denn anders könnte ich die Transaktion, den Ladevorgang gar nicht abrechnen und auch die Säule nicht überwachen, weil die soll natürlich auch 24/7 funktionieren. Und last but not least vielleicht noch das Bergbaubeispiel. Das ist wirklich sozusagen die hohe Kunst schon von IoT und Industrie 4.0, dass diese riesen Kipper mit über 150 Sensoren ausgestattet sind, die erfasst werden und mit einer künstlichen Intelligenz ausgewertet werden, um vorherzusagen, wann dort eventuell ein Teil ausfällt, wann vielleicht eine Überlastung eintritt oder wenn regelmäßige Wartung erforderlich ist. Das ist natürlich ein super lukrativer Case, weil hier eine Ausfallzeit von so einem Fahrzeug ja richtig teuer ist.
und zum Beispiel so ein Reifen auch schon zigtausende Euro kostet. Das passiert übrigens weltweit. Auch das ist immer eine Herausforderung. SIM-Karten für Südafrika, für USA, wo auch immer diese deutsche Technologie eingesetzt wird, bereitzustellen. Und auch das können wir realisieren. Und dann sind wir eigentlich schon beim Kern des Produktes, sind die vier Vorteile von Digital SIM. Das sind einmal die Multinetz-SIM-Karten, die sich in Deutschland in alle drei Netze einbuchen. Das heißt, ich brauche gar nicht drüber nachzudenken, welches Netz ich wähle. Mir stehen immer alle Netze zur Verfügung. Und auf der anderen Seite das SIM-Management, dass ich eben 10, 100, 1000 oder 10.000 SIM-Karten in einem System überwachen kann mit einer Management-Plattform. Und dazu die einfache Abrechnung, dass ich eben dieses Produkt auch von der Stange kaufen kann und nicht jedes Mal eine individuelle Verhandlung treten muss. Und natürlich der persönliche kompetente Service, der im Mittelstand super wichtig ist, weil damit eben auch das Vertrauen und die Zuverlässigkeit einhergeht. Ja, und das war's so zum Produkt. Und noch ein letztes Wort zu unserer Gesellschaft. Wie gesagt, wir haben über 15 Jahre Mobilfunkerfahrung. Wir haben verschiedene SIM-Profile weltweit, eine eigene IT-Plattform und Kunden eben aus den Branchen, die ich eben in den Beispielen auch vorgestellt habe. Ja, vielen Dank, Andi, und an das Publikum für die Aufmerksamkeit und dass ich hier sein durfte. Ja, freue dich jetzt auf die Fragen. Ich sehe schon die erste. Werner, ich glaube es zu wissen, in welche Richtung es geht. Na, dann schauen wir doch mal. Also danke dir für den Vortrag, wirklich spannend. Und wie siehst du denn jetzt aktuell den Markt? Haben sich die Unternehmen in der Richtung auch schon sehr stark geöffnet, ihre Produkte zu versimmen sozusagen? Oder siehst du da noch, also ist da noch viel Luft drin an neuen Produkten, oder siehst du, dass das eigentlich schon eigentlich ausgeschöpft ist und ein random Geschäft ist? Nein, also einerseits sehe ich es aller Orten in den verschiedenen Branchen. Also wenn du auf die Logistikmesse gehst oder auf die Mobility-Messe oder auf die Baumesse, ja, dann ist es überall ein Thema. Ja, es war ja gerade Bauma und da ist Digitalisierung und das alles ein Thema. Das heißt aber, dass in den Firmen teilweise eben die Produkte natürlich schon da sind, aber teilweise wirklich erst noch so das Pflänzchen wächst. Ja? Und da muss schon noch eine Weile Zeit vergehen, bis das dann wirklich produktreif ist und bis es dann bei der jeweiligen Kundschaft angenommen wird. Also wir haben schon einen Teil des Weges geschafft. Es gibt super intelligente Lösungen, aber wenn du zum Beispiel diese Werbedisplays siehst, das ist heute de facto noch eine Nische, wenn du durch die Stadt läufst. Ja, und die paar Anzeigen von Ströer, die wirklich digital sind, die musst du mit der Lupe suchen. Also da wird noch unheimlich viel passieren in der Zukunft. Ich hatte tatsächlich eher die Frage vermutet, wie ist denn das Thema Security hier zu bewerten? Naja, also grundsätzlich ist ja die Mobilfunkverbindung schon ziemlich gut abgesichert, weil wir ja mit der SIM-Karte ein Verschlüsselungselement in der Kette haben. Also bin jetzt nicht so weit ein Security-Experte, dass ich das vielleicht mit Sicherheit sagen kann, aber grundsätzlich schon eher besser als ein DSL-Anschluss. Ja. Also, wenn ich da kurz dazwischenhaken darf, also das ist wie jedes Mobilfunkgerät sozusagen, da überlegst du ja auch nicht mehr, ist die Verbindung sicher oder nicht, sondern sie ist ja verschlüsselt, also sie hat ja alle Vorteile. Also das ist, also ich glaube, bei Digital SIM brauchen wir nicht wirklich über Sicherheit nachdenken, sozusagen. Noch eine Frage, weil du sagtest, eine Technologie aus Deutschland, da habe ich hochgehorcht. Sind SIM-Karten tatsächlich deutsch? SIM-Karten sind sehr deutsch. Die werden zum Beispiel von Giesecke und Devrient in München hergestellt, ne? G&D, der große Security-Anbieter. Und mit der deutschen Technologie hatte ich aber tatsächlich auf die auf dieses Predictive Maintenance im Bergbau angespielt und generell auf das Thema, dass auch im Maschinenbau natürlich Deutschland eine Exportnation ist. Und
wenn es dann nicht den deutschen Firmen nicht möglich ist, Connectivity, also Mobilfunkvernetzung für das Ausland in den Ländern, in die sie exportieren, mit bereitzustellen, dann ist das ein wahnsinniger Wettbewerbsnachteil. Eine Frage habe ich auch noch, oder nee, eigentlich zwei, eine private, persönliche Frage, die vielleicht relativ schnell geklärt ist. Wie entsorge ich SIM-Karten richtig? Ich habe auch einen Haufen SIM-Karten bei mir noch zu Hause rumliegen, alte. Wie, was mache ich da, zerschneiden oder sonst irgendwas? Wobei das gar nicht so die Hauptfrage ist, wenn ich die gleich stellen darf. Mir geht es um das Thema eSIM. Wie stark beeinflusst das jetzt die Geschäftsmodelle? Und verändert sich da bei dir in deinem Unternehmen dadurch auch was? Ja, total. Also eSIM ist auch so ein Riesentrend, aber es gibt auch Widerstände. Es gibt auf der einen Seite die Consumer-eSIM, wo du dir auf dein iPhone mit einem QR-Code was runterladen kannst. Das unterstützen wir auch schon. Das ist nur in unserem Geschäft sozusagen ein Randthema, weil natürlich hauptsächlich wir mit irgendwelchen eingebauten Modems und Routern konfrontiert sind. Auch da gibt es das Thema eSIM, aber das läuft tatsächlich noch so ab, dass man eine Chipkarte reinschiebt und dann später von einem Server ein anderes Profil runterlädt. Das könnte zum Beispiel sinnvoll sein, wenn du ein gewisses Gerät weltweit vertreibst oder eben auf verschiedenen Kontinenten, dann können wir dann später ein entsprechendes Profil zum Beispiel für Asien oder ein entsprechendes Profil für die USA nachschieben. Und die SIM-Karte kannst du einfach wegschmeißen. Da ist zwar ein bisschen Intelligenz drin, kleiner Schaltkreis, aber... Und ich denke mal, die Entsorgung der eSIM-Karten, um das scherzhaft noch zu sagen, ist wahrscheinlich auch relativ einfach. Letzte Frage vielleicht von meiner Seite. Seid ihr als Digital-SIM, als Digital-SIM tatsächlich nur der SIM-Kartenlieferant? Oder seid ihr auch konfrontiert mit dem Aufbau und den Geräten? Wann wendet man sich an euch? Genau, also wir bringen diese, ich sag mal, Mobilfunkverträge spezieller Natur zu unseren Kunden, indem wir das auf der einen Seite einkaufen und auf der anderen Seite managen über unsere Plattform und dann abrechnen. Und zusätzlich bieten wir aber auch noch Standard-Hardware an, also sogenannte Industrierouter, die weit verbreitet sind. Und wenn der Kunde dann ein entsprechendes Standardprodukt nimmt, dann kann er zum Beispiel auch hier solche Router bei uns bekommen, auch fertig konfiguriert, um hier zumindest diese Sachen aus einer Hand zu bekommen. Okay, also wenn jemand in den Bereich IoT grundsätzlich, sage ich mal, noch erste Schritte gehen wollen würde, darf er dich kontaktieren. Sehr gerne, ja. Wunderbar. Auch noch eine kurze Frage hinterher noch, sorry, ich glaube nicht, den Zeitrahmen jetzt sprenge. Wenn ich jetzt ein Unternehmen oder wir ein Unternehmen im German Mittelstand haben, das plant, seine Produkte eben in diesem Sinn auch Intelligenz zu verpassen, indem ich eine Nachhause-Telefonieren-Funktion einbaue, die ja hilfreich sein kann. Ne? Ja. Also wir wollen ja gar nicht über böse Buben sprechen. Wie frühzeitig sollte ich dich einbinden in diese Gespräche? Ja, also das ist auch immer gut, schon in der Prototypenphase dabei zu sein. Auch aus Kundensicht, weil dann kann er von uns zum Beispiel Testkarten bekommen, kann sich mit diesem ganzen Thema Mobilfunk, ist für viele auch Neuland tatsächlich, anfreunden und vor allen Dingen mal die Plattform, die dahinter steht, schon mal betrachten und sich in dem Moment über die Prozesse klar werden. Mhm. Weil am Ende ist es ja sowas auch immer ein Prozessthema, wie das Ganze dann ins Feld gebracht wird. Wann wird die SIM-Karte eingebaut, wann wird sie eingeschaltet, wann wird sie getestet und also nicht nur die SIM-Karte, sondern die ganze Lösung. Ne? Und da macht es schon Sinn, wenn man frühzeitig dann die volle Kette auch im Blick hat und das Ganze einfach mal ausprobiert. Vor allen Dingen, wenn man da zum ersten Mal damit zu tun hat. Also wir bieten gerne Testkarten an in der Prototypenphase, auch ganz kleine Stückzahlen. Völlig unkompliziert und dann kann man dann später skalieren. Von mir ist noch eine letzte Frage. Wie wichtig ist 5G in diesem Segment? Aktuell noch mega unwichtig. Überrascht mich. Ja, weil da könnte man ein eigenes Spotlight dazu machen. Kurz gesagt, hilft mir das ja nichts, wenn ich an ein paar Stellen 5G habe, wenn ich ein flächendeckendes Produkt habe. Ja?
Und wo es dann ein Thema wird, ist, wenn die Anzahl der Geräte dann steigt. Weil wenn ich dann wirklich jede Mülltonne mit so einem Sensor ausrüste, dann sind unsere heutigen 4G-Netze überlastet. Einfach aufgrund der Stückzahl, Anzahl der Geräte, auch wenn die nicht viel funken. Und das ist ein Thema, was dann 5G löst. Und dann natürlich diese ganzen Sachen mit Latenz und so weiter. Klar ergeben sich daraus neue Anwendungen, aber wir haben die Möglichkeiten, die uns 4G im Internet der Dinge bringt, erst zu 20% ausgeschöpft. Vielen Dank auch für diese Antwort. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bin dankbar. War super, Roland. Vielen Dank für den Einblick in dein Tun, in dein Business. Vielen Dank. Und ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und danke. Sehr gerne. Bye-bye. Schönen Tag. Ciao.